Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Age of Mythology. Huch, so. Ich würde sagen, wir machen gleich weiter und nein, ich habe das letzte Mal unser Spiel gar nicht gespeichert, fällt mir auf. Aber das macht nichts, denn wir spielen ja eh die Kampagne. Und dann spielen wir halt einfach die Kampagne, macht doch nichts. Ja, das war genauso geplant. Verdammt, die Zwergenschmiede. Was denkst du, Eitri? Wir haben keine Zeit mehr. Was bleibt uns anderes übrig? Was sie wohl wollen? Was habt ihr kleinen Männer hier zu suchen? Ah, eure Hilfe. Wir brauchen eure Hilfe. Dann kommt aus dem Schatten hervor und sprecht mit uns. Ihr kleinen Männer. Unsere Schmiede wurde von Riesen überfallen. Wir brauchen eure Armee, um sie zu vertreiben. Entschuldigt, aber im Augenblick haben wir keine Zeit, euch zu helfen. Warte. Midgard ist von eurer Schmiede aus erreichbar? Natürlich. Unsere Schmiede liegt tief unter den Bergen und unsere Minen ziehen sich den ganzen Weg hindurch. Ihr helft uns also? Wenn ihr uns nach Midgard bringt. Ausgezeichnet. Kommt, der Eingang zur Mine ist in dieser Richtung. Und Ajax ist wieder dabei und Chiron ist auch wieder dabei. Okay, wir haben hier die zwei Zwerge, Eitri und hier, Brock. Eine Siedlung. Wir können unseren Stützpunkt in dieser Gegend errichten. Das können wir, Arkantos. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Kannst du mir Gedanken lesen? Jo, wir müssen ja ihre Schmiede zurückerobern. Diese hässlichen Dinger werfen mit Felsen. Ach, Amandra. Und das Coolste ist, Eitri und Brock sind ja auch Helden, aber trotzdem können sie auf Feldern arbeiten und Gold aus Goldminen holen. Das finde ich irgendwie extrem cool. Ja, nur um das mal zu sagen. Riesen haben göttliche... Oh nein. Skipan. Riesen sind sehr nervig. Jau. Okay, ihr fangt erstmal an, mir hier Holz zu machen. Wir holen uns wieder ein paar Zwerge. Jau. Wenn ihr das Ding hier erbaut habt, dann baut ihr mir gleich Häuser weiter. Skipan. Und ihr baut auch gleich noch einen Tempel, den wir uns gar nicht leisten können. Ihr erkundet schon mal ein bisschen hier. Und es geht darum, dass wir die Schmiede zurückerobern und dann auch eine gewisse Zeit lang halten. Und das Zurückerobern ist nicht das Problem, aber das Halten wird sehr schwer. Das kann ich jetzt schon sagen. Aber gut, das ist übrigens auch noch derselbe Abend, an dem ich die vorherige Aufnahme mache. Also wenn ich jetzt hier vom Mikro einpenne, dann wisst ihr Bescheid. Es ist nämlich schon nicht mehr so früh. Aber hey, man kann ja nicht jeden Abend Age of Mythology spielen. Zurück! Hier müssen wir durch, das müssen wir... Ich bin gerade ein bisschen paranoid und habe immer Angst, dass da gleich irgendwas... Wow! Vergesst das. Den Riesen, den matschen wir einzeln nieder. Tempel können wir uns jetzt auch bauen. Können wir den hier hochstellen? Nein, können wir nicht. Aber hier hinter können wir den stellen. Das ist doch auch schon mal was. So, das Viech. Ah, hier können wir die ganzen Erweiterungen machen. Jetzt. Das habe ich auch irgendwie gerade ein bisschen zu spät gesehen. Na gut. Wir brauchen mehr Fleischschuss. Haben wir alles gebaut, was wir bauen können? Ja, vielleicht hier noch. Und hier ein paar. Ey, mehr können wir uns nicht leisten. Ihr seid alles Helden. Ihr könnt wieder aufstehen. Deshalb macht ihr jetzt mal zusammen den Turm.
Bin ich mal gespannt, wie die sich anstellen. Alles eigentlich nur Schwert und Axt- und Pfeilkämpfer. Aber es geht. Es könnte schlechter laufen. Skepan? Ihr beide macht. Skepan? Ja, mit. Cool. Haben wir es doch geschafft. Gut, wir gehen hier durch die Schlucht. Und erkunden mal unser Gebiet ein bisschen, weil ich will hier keine Lücke haben, durch die uns Riesen kommen können, die uns dann verdreschen. Denn wenn Riesen anfangen zu dreschen, dann... Aua. Hey, nimm doch Chiron mit. Ich mag Chiron. Jetzt wäre es eigentlich mal an der Zeit, jetzt wo ihr recht viele Helden, obwohl es kommen ja noch mehr Helden dazu. Wir haben ja immer noch nicht alle. Wenn wir dann mal alle Helden kennen, dann müsst ihr mir unbedingt sagen, wer euer Lieblingsheld ist. Obwohl, ich glaube, ich habe die Frage schon mal gestellt, als wir nur die ganzen Griechen hatten. Deshalb interessiert es mich natürlich, wer ist jetzt euer Lieblingsheld, wo wir die ganze ägyptische Kampagne durch haben. Und auch viele, einige nordische Leute jetzt schon kennengelernt haben. Warum macht ihr überhaupt Felder? Ihr habt doch hier noch... Hirsch. Frischen Hirsch. Ein Held ist gefallen. Oh oh. We're in trouble. Und ihr steht hier hinten rum. Hä, sind die da gespawnt oder wie sind die vorbeigekommen? Aka, das ist tot. Jetzt auf sie. Ihr bewacht das. Ihr macht das hier. Was ist das denn? Ein Aal. Ja, solange der auf Ajax oder Amandra geht, weil die sich selber wieder heilen können, ist mir das wurscht. Den können wir auch gar nicht zurück angreifen. Ajax! Nein! Nein! Steht wieder auf, ihr Idioten. Steht auf! Okay, haben wir wieder alle? Da können wir jetzt hier unten vielleicht wieder. Okay, ihr könnt alle nichts machen, deshalb geht jetzt alle wieder zurück und nur Chiron legt sich jetzt mit diesem Viech an. Verdammt. Geh mal bitte Chiron wiederholen. Und den anderen auch gleich. Okay. Dann nicht. Wollte da nie lang. Oh, gut, dass ich die noch hier gelassen habe. Können wir schon? Oh, wir können schon Valkyren. Aber nein, nein, ich darf nicht. Das können wir machen. Nein, 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 nein. Wir müssen noch sparen für hier. Und so. Und du gehst auch mal hier rüber. Du gehst mal in die Goldmine. Du gehst auch mal in die Goldmine. Macht euch mal nützlich. Ich hole mal noch so einen Ochsenkarren. Oh, und wir können ins nächste Zeitalter. Jetzt nehmen wir aber die Kampfeber. Okay, ihr schützt mal den Eingang hier. Holt ihr bei dem. Und tut mir leid, da muss ich gerade gähnen. Ja, wie vorhin erwähnt, es ist schon ein bisschen spät. Deshalb werde ich jetzt auch nicht groß rumbrüllen. Nein, ich doch nicht. Und vor allem nicht bei Age of Mythology. Ah. Ich sag nur Ägypten.
Ja, das werden wir jetzt machen. Das halt mit der zweiten Ladung. Das wird schon irgendwie gehen. Dutsch, tot, Stück weg. Was? Naja, es kann ja nicht immer alles glatt laufen. Jetzt, wo ich es gerade sehe, was mich auch immer ein bisschen verwundert hat an Age of Mythology, ihr seht ja hier unten die Minimap. Das... Ah, okay, nee, ist logisch. Dieses, Ding hier unten ist ja eher so prismaförmig. Wie heißt denn diese Form? Ich bin jetzt gerade echt zu nichts mehr zu gebrauchen. Ist auf jeden Fall nicht viereckig oder quadratisch wie der Bildschirm hier, sondern verändert sich immer. Aber das liegt ja daran, je nachdem, was wir sehen und da das Feld ja auch gekippt ist und was weiß ich nicht alles. Das ist mir jetzt zu doof zum Erklären. Ich verstehe es in meinem Kopf. Wenn das jemand von euch besser erklären kann, dann sehr ist zur Kommentarbox. Ne. Telbuin? Ne. Jau. Jau. Jau, jau. Können wir hier eigentlich Kopfheber? Höre da. Trumpfschwein. Jau. Oh, we're in trouble. Again. Damn. Why? Oh Mann, Rohr. Ich glaube an dich, aber bitte back dich nicht wieder fest. Hör auf, sie zu treten. Yes. Danke, dass ihr ihr sofort zu Hilfe eilt. Erstmal hinter den Bäumen stehen bleiben und die Bäume angucken. Nee. Akanthos und Ajax. Nutzlos wie eh und je. Kampf über! Seht ihr jetzt, warum mir die Entscheidung vorhin so schwer gefallen ist? Die sind episch. Episch. Chiron, du bist doch halb Pferd, du bist doch schnell. Geh mal ein bisschen die Karte erkunden. Ich mach das viel zu selten, Karte erkunden, weil ich immer denke, ich kenne schon alles. Aber das tue ich dann meistens doch nicht. Und ihr kennt ja auch noch nicht alles. Und ihr wollt es ja auch sehen, bestimmt. Oder findet ihr es langweilig, Karte erkunden? Ich fand das ganz cool. Ich würde jetzt gerne sagen, schreibt in die Kommentare, wenn ihr es doof findet, aber ihr könnt es eh nicht mehr beeinflussen. Deshalb, ich werde es nicht mehr oft machen, glaube ich, dass ich... Mal nicht für sie durchbrechen. Was zum... Was? Hä? Was ist... Wie? Was? Warum? Hä? Schafft Chiron das alleine? Ich glaube nicht. Wir schicken ihm einen Kampf über. Doch, der schafft das alleine. Ist der stark gegen mythische Einheiten? Ja, der braucht gar keinen Kampfeber. Aber hä, was ist das denn? War das doch auf der Karte, wo sich noch so viel verbirgt? Cool. Was ist das? Wo geht's da hin? Oh, Kundi. Ägyptisch! Awesome! Und wir haben nur einen Helden, der nur eine Reliquie nehmen kann. Fesseln das Fenir. Und was trägst du gerade? Odins Speer. Okay, die bringst du jetzt erstmal zurück. Du gehst mit. Und du gehst dafür hin und holst die andere. Da ist ja noch eine. Akanthos. Nein, okay, so viele Reliquien brauchen wir nicht, oder? Wir sind ja nicht hier Reliquien vernarrt.